Wir haben uns heute hier getroffen, damit wir völlig unbesoffen mal eine Bombenstimmung machen. Da hat so mancher nix zu lachen. Ich sehe, da ist die Abschlussklasse der Selbstmordattentäter. Klasse! Ich wünsche euch ein kurzes Leben. Lasst es krachen, Leute! Im! Jetzt hat so mancher wohl noch Fragen. Da will ich jetzt einmal was sagen. Ihr sterbt nicht ohne Sinn und Zweck. Ihr haut noch Ungläubige mit weg. Die Kreuzzüg sind herumgekommen. Die Moslems dabei umgekommen. Drum ist jetzt Zeit, das Blatt zu wenden. Auf dass die anderen jetzt verende. Die Jude, ja, und auch die Christe. Wahrscheinlich auch nur die Buddhisten. Die haben ganz klar den falschen Glaube. Drum müssen die jetzt mal dran glauben. Natürlich kriegt ihr auch einen Lohn. Im Jenseits trefft ihr ohne Hohn Bauern, Prinz und 72 Jungfrauen. Das wird sicher witzig. Also was hält euch noch zurück? Ich biete euch das große Glück. Dafür müsst ihr jetzt nur noch morden. Vielleicht kriegt ihr dann auch eine Orde. Wir zünden halt gern Puppe an und sprechen Kind und Frau und Mann. Nur Intoleranz und all sowas. Da verstehen wir keinen Spaß. Da sehe ich das vielleicht zu eng, wenn ich die in tausend Teile sprengt? Oh nein, die sind schon sehr bald dran. Hältst du den Sprengstoffgürtel an? So geh nun aus und spreng dich weg. Das hat er mal einen guten Zweck. Denn hört auf, dass der Ungläubige verrecke. Dann hört doch auf, dieses Gemecke. Was? Du warst noch gerade beim Essen und hast den Zünder ganz vergessen? Den Gürtel trägt heute deine Frau? Dann bummst die gleich, die arme Sau. Ich sehe, der Stargast ist jetzt da. Da sagen wir, hello, Allah. Hier ist er, den wir alle kennen. Man kann ihn schon Propheten nennen. Applaus für unseren Mohammed. Der zeigt euch, wie man friedlich nett miteinander leben kann. Ein schlechtes Vorbild, dieser Mann. Nein, Lamarsch! Rumsra, 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 da, 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 ching, bum, bum.